da sind wir auch schon wieder. Beachy Shisha. Weiter geht's mit der Tombacco-Reihe. Nehmen wir jetzt die dritte Sorte, die wir euch heute vorstellen. Und zwar gibt es heute den Take Two. Unter dem Namen Take Two haben wir als allererstes gedacht, es handelt sich um einen Doppelapfel. War wegen Nimm 2 und dies und das. Ich habe eigentlich an Nimm 2 gedacht. Er hat an Nimm 2 gedacht. Ich dachte wegen Two, was weiß ich, zwei Äpfel oder so. Nein, ist auf jeden Fall von beiden gar nichts eigentlich, ne? Ja, doch, hat schon mehr was vom Nimm 2. Ja. Take Two, wenn man es übersetzen könnte, wird man auch direkt auf Nimm 2 kommen. Ich weiß nicht, was da bei Jannis wieder vorging. Auf jeden Fall schmeckt es auch relativ so nach einem 2. Was ist da nochmal drin? Die Mette, Orange, Traube und Eis. Ja. Und ja, einem 2 ist ja im Prinzip das Gleiche. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Schmeckt auch nach einem 2, so würde ich sagen. Und halt noch dieses Eis dabei. Das ist auch eine coole Sache. Ist genau wie bei dem was hatten wir davor? Arctic Green. Arctic Green und Yellow Bomb, das ist für mich alles Sommer. Ja. Das ist alles Sommer und das ist überall Zitrus drin. Das ist, die Tabaksorten von Tombacco sind ziemlich zitrushaltig. Die haben es gut gemeint. Auf jeden Fall nochmal zu der Eisnote. Ich finde, die Eisnote geht wieder rüber in so eine leichte Mentholnote. Also schmeckt so nicht kühl, sondern halt mehr frisch. Und doch, ich finde, da ist Eis drin. Wenn du so ziehst, zieh mal. Da ist kein Eis. Doch, drin. Zieh mal so stark ein. Merkst du es nicht beim Einziehen? Da ist Eis drin. Man müsste das mit einer Bazooka rauchen, dann könnte man das besser. Ja, dann ist sowieso Eis. Aber Menthol ist auch drin, auf jeden Fall. Ja, da ist auch Menthol drin, aber es ist Eis. Naja, wie gesagt, Geschmack haben wir. Kopf- und Schnittbau blenden wir auch wieder hier ein. Ist immer derselbe Schnitt eigentlich, wie immer. Ist in der, oder beziehungsweise durch die Verpackung halt ein bisschen ja, klebrig und zusammengepresst. Müsste so ein bisschen, mit der Zange oder einem kleinen Pin oder mit dem Finger ein bisschen ja, fluffig machen. Und dann lässt sich der Kopf ganz gut bauen. Setup ist auch wie immer, Lasisa Babbo, Tonkopf, Kaminaufsatz, drei Kohlen drauf. Läuft alles. 20 Euro. Nee. 200 Gramm, 16,90 Euro, so war das, genau. Ja, genau. Ja. Was würden wir dem Gast für eine Note geben? Ich würde schon 8 plus. Eine 7 geben. Was? Ist okay, der Tabak. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Machen wir eine 8 raus. 8 von 10 Punkten sind wir gut dabei. Alles klar. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis gleich im nächsten Video.